Am nächsten Morgen. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Mystery Dungeon Team Blau. Ich habe es ja schon angekündigt beim letzten Mal, ich habe offscreen noch ein bisschen weitergespielt, mein Team ein bisschen trainiert, wir sind nämlich nun auch auf Level 12, wie ihr hier sehen könnt. Und ja, ich habe einfach mal ein bisschen weitergespielt und nun geht es, denke ich mal, mit der Story auch weiter. Guten Morgen, Drake. Heute stecken wir uns wieder an. Drake, please? Huch, wer war das? Raupi. Oh, Raupi, wie geht es dir? Bitte, bitte hilf meinem Freund. Was ist denn los? Ich habe mit meinem Freund Safcon im Wald Verstecken gespielt. Aber dann habe ich Safcon nicht finden können. Er ist immer noch da draußen. Verstehe. Das klingt gar nicht gut. Hey, was fällt euch ein? Nur keine Angst, wir sind hier, um deinen Kumpel Safcon zu retten. Jetzt wartet mal, Robby hat uns um Hilfe gebeten. Okay, glaubt ihr wirklich, ihr hättet irgendeine Chance, ihr Amateure? Was sagst du da? Ich sagte doch schon, es spielt keine Rolle, wer hier Rettungen durchführt. Und derjenige, der eine Rettung erfolgreich beendet, ist natürlich der Held. Hör mal, Robby, willst du nicht lieber, dass wir das machen? Oder gib deine Belohnung einfach dem Team, das dein Kumpel zuerst rettet. Aber ich habe gar kein Geld. Ach, mach dir darüber keine Sorgen, mein Freund. Wir können bestimmt deine Eltern überreden, uns eine ordentliche Belohnung zu geben. Oh ja! Oh, das geht ganz schön auf die Stimme gerade. Meine Güte. Du kannst sogar unserem Team beitreten. So einem Angebot kannst du nicht widerstehen. Wenn du bei uns mitmachst, Raupi, wirst du Team Übel eine große Nummer sein. So sieht's aus, Blaze. Wer zuerst kommt, siegt. Los, Leute, bringen wir es hinter uns. Oh, meine Güte, mein Hals. Meine Güte. Keine Angst, wir retten deinen Freund. Drake, gehen wir. Ja, das werden wir machen. Team Übel, also Gengars Team, haben wir schon beim letzten Mal kennengelernt. Sie sind, wie ihr Name eigentlich schon sagt, üble Gesellen. Und ich bezweifle, dass die wirklich Raupis Freund Safcon retten wollen aus Freundlichkeit. Nebenbei. Dieser Level Plus Samen hier, den habe ich mir aus zeitlichen Gründen geholt. Den werde ich nicht benutzen, keine Sorge. Der wird nur zum Trainieren mal benutzt, ansonsten gar nicht. Ist eben ein seltenes Item, das man eigentlich kaum bekommt. Man kann ein paar Wunderbriefmissionen machen, um den zu bekommen und ja, so habe ich dann eben ein bisschen trainiert, einfach aus zeitlichen Gründen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, dass ich das so gemacht habe, weil ich habe eben nicht immer so viel Zeit, nur extra zu trainieren und ich werde später noch ein bisschen trainieren müssen. Das bleibt einfach nicht aus, weil ja, manche Dungeons werden eben auch schon ein kleines bisschen hart. Von daher, da sollte man schon aufpassen. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal in den Finsterforst. Ich denke mal, itemmäßig sollten wir ganz gut dabei sein. Mit Level 12 sollten wir eigentlich auch ein brauchbares Level hier haben. Hier muss es sein. Safcon hat sich in diesen Wäldern verlaufen. Gengars Gang müsste bereits hier sein. Wir müssen uns beeilen. Ja, das werden wir. Weil ich meine hier, die Pokémon werden sogar auf einem relativ hohen Level. Also mindestens Level 10 oder sogar drüber. Und das Problem ist eben, hier gibt es einige Pflanzen-Pokémon. Es ist nun mal ein Wald. Und Wälder sind nun mal für Pflanzen-Pokémon bekannt. Na komm, die beiden wechseln wir einfach mal aus, weil den Level Plus Samen werde ich hier sowieso nicht benutzen. Oh, ein Quiekel. Das ist irgendwie unpassend für einen Wald, weil was macht ein Quiekel in einem Wald?
Lokduf, mach du mal, wir hauen nicht es weg. Ja, solange Blaze mit seiner Glutattacke hier angreifen kann, ist alles in Ordnung. Aber ansonsten ist das eher für uns eher gefährlich. Also Blaze sollte hier eigentlich keine Probleme haben, selbst die Quickel, die meiner Meinung nach immer noch ziemlich unpassend sind in diesem Dungeon. Weil ich meine, was macht ein Eisboden-Pokémon in einem Wald? Ich verstehe es nicht, aber egal. So, den Apfel können wir nicht mehr mitnehmen, also essen wir ihn einfach mal. Wir wechseln auch mal lieber aus. Wow. Das macht ganz schön... Nein, na toll. Alter, macht das Damage. Das ist ein Mirapla und du bist ein Feuer-Pokémon. Blaze, du hast auch eine Feuerattacke, nur mal so. Also setze sie auch ein. Blaze, wie blöd bist du eigentlich? Ja toll, jetzt greift es uns an, wir sind gleich tot. Meine Güte, ey, wartet mal. Blaze, Attacken, ja. IQ. Gut, das können wir mal reinmachen und Attacken, ja gut. Okay, Attackenprüfer lassen wir mal drin. Weil ansonsten, oh, ein Sonflura, weil ansonsten habe ich doch ein bisschen Schiss hier in diesem Dungeon. Ich möchte schließlich auch ungerne, wow, 119 Erfahrungspunkte für den Sonflura. Das ist eine Menge. Und es könnte sogar sein, dass wir ab und zu mal in diesem LP mitten in einem Dungeon den Part beenden müssen. Weil, ja, ich will eben nicht unbedingt jetzt 30 Minuten Parts oder so hier machen. Ich bleibe wie meiner Linie treu mit etwa, 20 Minuten. Und in diesem Spiel, gerade bei längeren Dungeons, kann es eben schon mal vorkommen, dass man nicht gerade die Möglichkeit hat zu speichern, um den Part zu beenden oder eben ja einen geeigneten Zeitpunkt hat, den Part zu beenden, weil ansonsten wird das Ganze zu lange. Autsch. Scheiß Mirapla, Mann. Ja, danke schön, dass du endlich mal Glut einsetzt. Meine Güte, ey. Gut, das Mogelbaum bewegt sich nicht, das ist der Vorteil. Deshalb können wir das Mogelbaum einfach mal Mogelbaum sein lassen. Wow, das ist eine große Ebene. Und ja, das einfach nur dazu, das ist eben der Grund, warum man ab und zu auch mal... Oh, es bewegt sich ja doch. Blaze. Dankeschön. Ja, die Pokémon hier können auch ganz schön gefährlich sein. Deshalb habe ich ja auch gesagt, dass ich nochmal ab und zu mal lieber ein bisschen trainieren sollte, weil ansonsten haben wir am Ende noch ein kleines Problem. Und auch die Dungeons verändern sich. Hier wird es inzwischen immer dunkler, je weiter man eben in den Dungeon vorrückt. Hier schließe ich einen Wald. Haben wir im Stahlberg auch gesehen, dass der Dungeon sich, während wir, also je weiter man kam, desto mehr hat der Dungeon... Oh, ein Knilz. Da kenne ich jetzt einen Let's Player, der sich echt darüber freuen würde. Aber wir haben ja noch keinen Dungeon, kein Partnerareal, wo ein Knilz reinkommen würde. Also so wie es aussieht, werden wir diesen Dungeon wohl in diesem Part noch locker schaffen werden. Wir haben ja jetzt noch nicht mal 10 Minuten, wir sind jetzt schon bei Ebene 7. Ich glaube, wie viel hatte der? 9 oder 12? Irgendwo um den Dreh herum waren das. 9 bis 12 Ebenen hat dieser Dungeon hier, meine ich. Ich glaube sogar nur 9. Oder ich kann mich natürlich auch irren. Das weiß ich jetzt gerade nicht, wie viel genau dieser Dungeon hier hat. Aber wir werden es ja noch sehen. Egal. Ein Grüngummi. Ja, das essen wir einfach mal. Blaze hat nebenbei, das habt ihr eben eigentlich auch schon gesehen,
Ich habe ihm auch noch ein Wundergummi gegeben. Also ein Weißgummi hatte ich noch übrig, das habe ich ihm dann gegeben. Und dadurch hat er dann die Fähigkeit AP-Prüfer gelernt. Oh ja, das kann nämlich auch mal passieren, dass man direkt auf der Treppe spawnt. Okay, dort 12 Ebenen in etwa. Würde ich einfach mal so sagen. Ein Hut. Ich weiß es nicht. Es gab nämlich in PMD2 auch ein Wald-Dungeon. Was, glaube ich, sogar auch der vierte Dungeon war, den man betreten musste. Und da war es dann eben auch so, dass man 12 Ebenen hatte. Deshalb weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt mit dem Teil verwechsle oder ob es hier auch 12 Ebenen sind. Aber wie gesagt, ist ja eigentlich auch komplett egal. Das werden wir ja gleich sehen, weil wir müssten jetzt eigentlich auch gleich draußen sein und dann müssten wir eigentlich diese Safcon treffen. Und sind wir draußen? Ne, eine Ebene, denke ich mal noch. Ja, es gibt auch... Alter Verwalter, war das ein Damage. Okay, es greift nicht mehr an wegen seiner Fähigkeit. Gut, das war jetzt echt Glück. Weil ich glaube, nochmal so ein Kratzer und Blaze wäre weg. Ich denke mal, das sollte klar sein. Ja, da sieht man mal, dass so ein Bummels doch echt gefährlich ist. Und allgemein, PMD, es kann teilweise sogar wirklich schwieriger sein als die Originalspiele. Nein. So, wir heilen uns jetzt mal. Okay, da kommt ein Kokobai und wir müssen draußen sein, genau. Wunderbar. Wow, wir sind schon echt weit in den Wald gegangen. Ob wir Safcon bald mal finden? Stopp! Mann, was wollt ihr denn? Ihr wisst doch, wer Safcon zuerst findet. Wir! Wenn ihr weiter wollt, können wir das unmöglich gestatten. Was? Hey, Gengar, wieso legst du dich immer mit uns an? Oh, weißt du das nicht? Wir wollen doch die Weltherrschaft. Raupis Mami wird uns reich belohnen. Und Raupi wird unser Team beitreten. Das bringt uns unseren Zielen her. Und ihr seid aber unten Weg. Tut mir echt leid, aber hier endet euer Abenteuer. Und tschüss, Blaze. Oh mein Gott, ein Battle gegen diese drei Trottel. So, hier müssen wir jetzt natürlich auch mal wieder ein bisschen taktisch agieren. Kratzer kommt mal am besten vorzeitig weg. Und wir visieren mal das Gengar an, weil das kann eigentlich das nervigste von denen sein. Und hauen mal ein Plosivsamen da drauf. Ich glaube, das Pokémon von dem, was am... Oh, das ist gut. Es brennt. Ich glaube sogar, dass das Rattan das stärkste von den drei sein soll. In diesem Kampf. Das kann Eissieb, okay. Oh oh, Fluch, das ist böse. Bitte geh, dankeschön. Sterben. Okay, Medital ist auch weg, es fehlt nur noch das Rattan, das sollte aber eigentlich kein Problem sein. Zu zweit schaffen wir das, denke ich mal. Oh oh, Flinch. Aber ich denke mal, ein Angriff und das sollte weg sein, gut. Wunderbar, das war doch relativ easy. Au, das werdet ihr bereuen, darauf könnt ihr euch verlassen. Tschüssi. Niemand wird uns jetzt nur aufhalten. Such mir Safcon. Entschuldigung. Sucht ihr vielleicht nach mir? Du bist bestimmt Safcon. Komm, wir bringen dich nach Hause. Raupi ist schon ganz krank vor Sorge. Hurra! Ich hatte Angst, also habe ich meinen Panzer geerdet. Und gewartet und gewartet. Danke. Dödem. Das ist ja super. Willkommen zurück, Safcon. Danke, Raupi. Und euch danke ich auch, Blaze und Rick. Aber ich habe gar kein Geld. Oh nein, nein, wir wollen doch gar keine Belohnung. Wir sind glücklich, dass Safcon gesund wieder hier ist.
Cool. Ist ja doch viel cooler, als ich dachte. Ich will auch einmal einem Reddit-Team beigeben, wenn ich groß bin. Das wäre großartig. Gib diesen Traum nie auf. Mir kommt eine Idee. Jake, wir sollten etwas mit diesem Ort hier machen. Wir sollten hier eine richtige Reddit-Team-Basis errichten. Eine, die einfach beeindruckend ist. Das ist cool. Eine Basis ist cool. Wenn ich groß bin, will ich auch hier arbeiten. Ich auch. Ja, das werden wir machen. Stellen wir uns an und bauen uns eine eigene Retterteam-Basis. Yay! Drake und Blaze, nochmals vielen Dank. In Ordnung, dann mach's gut und pass auf dich auf. Ciao. Ja, wir haben zwar nichts verdient, aber wir haben das Richtige getan. Und wir haben Gengar gezeigt, dass wir mit uns nicht umspringen, wie er will. Und wir ein bisschen, trainieren können. Immerhin. Das war ein anstrengender Tag. Lass uns morgen wieder Gutes tun. Gute Nacht. Nachti. Jo, wir wollen natürlich speichern. Also die Aufnahme ist jetzt am Arsch, dann wäre ich am Arsch, aber egal. Am nächsten Morgen. Oh, geht's direkt weiter? Es könnte, ich glaube, jetzt geht's sogar wirklich direkt weiter. Aber das bedeutet auch, dass ich nochmal ein bisschen trainieren werde. Drake, guten Morgen, lass uns heute wieder anderen helfen. Hallo? Huch, wer könnte das sein? Genau, Papunga. Jetzt kommt das. Seid ihr das Retterteam Poker? Allerdings, was? Moment, bist du nicht. Bitte helf meinem Freund, bitte, ich brauche eure Hilfe. Auf keinen Fall, dafür arbeiten wir nicht. Aber mein Freund, ja gut, komm, das kennen wir ja schon. Ich erinnere mich, Papunga vom Pokémonplatz. Wir haben gesehen, wie Tangulist deinen Rettungsjob übernommen hat. Ja, aber Tangulist, er ist noch nicht von seiner Rettungsmission zurückgekommen. Bitte was? Du machst Witze! Unser Freund Papunga wurde zwischen zwei Felsen angeklemmt. Wir Papunga können zwar überall hin, wenn uns der Wind trägt, aber obwohl dichte Wolken am Himmel stehen, weht komischerweise nicht das kleinste Lüftchen. Nicht mal eine Brise? Das ist seltsam. Tengulis kann zwar mit seinen Blätterventilatoren starke Winde entfachen. Wir dachten, Tengulis könnte unserem Freund mit einem genügend starken Wind befreien, aber... Aber Tengulis ist noch nicht zurückgekommen? Dabei klingt der Rettungsshop nicht gerade nach einer Herausforderung. Das ist doch seltsam. Oh, das ist die richtige Einstellung, Drake. Ich sehe dir an, dass du bereit bist. Also gut, wir werden sie suchen. Wirklich? Vielen Dank. Kein Problem, du kannst auf uns zählen. Auf geht's, Drake. Ja, aber ich denke mal, das werden wir erst beim nächsten Mal machen, denn, ja, wir haben jetzt einen Teil der Hauptstory schon vorangetrieben. Wir haben jetzt einen nächsten Auftrag bekommen, den wir machen müssen. Ich denke mal, ich werde offscreen dann nochmal ein bisschen mich vorbereiten für diesen Dungeon. Werde nochmal ein paar, Level-Ups machen und ein bisschen was an den Items nochmal ändern. Und, ja, dann werden wir beim nächsten Part diese Aufgabe erledigen von Papunga. Von daher, wenn euch das Video gefallen haben soll, das gerne mit dem Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann einen neuen Dungeon betreten werden. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.